Ich grüße euch, meine lieben Freunde, zur Let's Play Splatoon Staffel Nummer 2. Und ihr merkt schon einige Änderungen zur vorigen Staffel. Ich habe mich nicht lumpen lassen und habe mir ein unglaublich cooles System überlegt, wie wir jeden Part uns überlegen, welche Waffe wir spielen. Und zwar habe ich mir online ein Glücksrad rausgesucht, ja, das, was ihr ganz am Anfang vom Part gesehen habt. Und habe da alle Waffen von Splatoon eingefügt, die uns hier zur Verfügung stehen. Und werde nun einfach vor jedem Part mir überlegen, oh nice, okay gemacht, welche Waffe ich nehme, und zwar mit Hilfe dieses Glücksrads. Ja, und für alle, die jetzt sagen, du drehst doch da bestimmt so lange, bis die Waffe kommt, auf die du Bock hast. Nee, Leute, ihr kennt mich. Ich habe kein Problem damit, auch mal zu versagen. Okay, ab und zu. Oh, Double Kill! Okay, nur einen. Aber den zweiten will ich eigentlich auch noch. Ja, nice. Nochmal direkt einen Kill geholt. Ja, also ich werde mir auf keinen Fall... Ich werde euch da auf keinen Fall bescheißen, ne? Ich überlege mir da genau, wie ich das machen werde. Und werde euch dazu auch immer eine wunderschöne kurze Sequenz einfügen, die ihr jetzt gesehen habt, in der ich euch irgendwie so ein bisschen zeige, wie viel Bock ich auf die Waffe habe. Ich finde die Airbrush MG ist eine super Waffe, deswegen habt ihr ein super fröhliches Tanzvideo bekommen. da kommt einfach irgendwas. Ich höre euch einfach immer passend zur Waffe, je nach Lust und Laune, die ich auf diese Waffe habe, irgendeinen Clip einfügen, der dazu passt. Und eine weitere wunderbare Neuigkeit, die ich für euch habe, das wird, denke ich mal, die meisten freuen, da wir ja jetzt Donkey Kong beendet haben. Und bababam, jetzt fehlen mir die Worte ein bisschen. Da wir Donkey Kong beendet haben und Mario und Luigi Paper Jam Bros. Ja schon bald vor der Tür steht, aber natürlich jetzt Splatoon Staffel 2 kein ganz kurzes Billigprojekt werden soll, habe ich mir was Feines für euch überlegt. Und ich glaube, das wird schon ein paar von euch freuen. Und zwar wird Splatoon Staffel 2 ab heute jeden Tag kommen. Das heißt, von heute bis zu Mario und Luigi Paper Jam Bros. Und vielleicht sogar noch ein bisschen länger, werdet ihr jeden Tag zwei Videos von mir bekommen. Und zwar eine Folge von irgendeinem anderen Projekt und eine Folge Splatoon Staffel 2. Ich glaube, das ist eine ganz geile Ankündigung, auf die man sich freuen kann, oder? Ich werde jetzt einfach im Voraus, werde ich mich einfach mal richtig hinsetzen. Ich hab Bock auf Splatoon und werde einfach mal richtig schön viel aufnehmen und dann einfach mal gucken, wie lang meine Videos noch reichen. Deshalb, ich glaube, Splatoon Staffel 2 wird ein schönes Projekt. Ein sehr schönes Projekt. Ich glaube, gewonnen haben wir hier jetzt nicht. Nein, aber meine Runde war, glaube ich, ganz sehenswert. Ich bin jetzt gar nicht so sehr aufs Gameplay eingegangen. Ich glaube, man hat es gesehen. Ich habe aber 8 zu 2 mit 966 Punkten und bin damit... Oh, wir hatten einen AFK, jetzt sehe ich es gerade. Ich bin zufrieden mit meiner eigenen Leistung. Und eine weitere geile Ankündigung. Okay, sogar ist sie nicht. Nur so ein bisschen. Kriegt ihr gleich. Nun auf dem Blauflossen-Depot. Ja, ich meine, ihr habt es jetzt schon im ersten Part eigentlich gesehen, oder im ersten Part, in der ersten Runde gesehen. Das Ganze findet jetzt hier mit einer wunderschönen Webcam statt. Und ich habe mir überlegt, wie machst du das? Meistens sieht man ja mit Kopfhörern richtig bescheuert aus, vor allem mit meinem dicken Headset, was ich hier habe. Das sah einfach nur richtig beschissen aus in der Webcam. Da dachte ich mir so, alles klar, wie kann ich euch da jetzt was wunderschön Ästhetisches zusätzlich zu meinem Gesicht in die Webcam geben? Und habe mich dann auch nicht lumpen lassen, keine Mühe und Kosten gescheut. Und einfach mal meine gefälschten Beats-Kopfhörer aus London ausgepackt. Ich glaube, das ist eine feine Sache. Dass ich jetzt gestorben bin, ist jetzt nicht so fein. Aber ich dachte mir, so ein paar wunderschön gefälschte Beats-Kopfhörer für 6 Euro aus London, die kann man schon mal ins Video einbauen. Oh Mann, ich hätte die meisten von euch, haben sich jetzt auch irgendwie gefreut, dass noch eine geile Ankündigung kommt. Aber ich fand, das war halt schon relativ, die Ankündigung war halt schon relativ geil. Oh. Ja, was habe ich noch vergessen zu sagen? Also ich werde bestimmt auch ein, zwei Parts mit anderen YouTubern oder Nicht-YouTubern aufnehmen. Also dieses Projekt soll jetzt einfach mal so 2-3 Wochen geballt durchlaufen und einfach geil sein. Kann ich das so sagen? Kann ich das so sagen, dass es einfach geil sein soll? Warum hat sich mein Kollege nicht um den gekümmert? Der steht da. Was macht der? Schau dich den mal an.
Das juckt den einfach nicht. Das sind wahrscheinlich Friends. Der ist wahrscheinlich Friend mit den Gegnern, deswegen haben die sich nicht gegenseitig gekillt. Solche Schlawiner. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich weiß, ich spiele schon wieder mega aggressiv und bin schon wieder weit in der gegnerischen Hälfte, aber das ist nochmal meine Spielweise, ne? Oh nein, ich wurde gemarkt. Oh, der dachte jetzt, ich gehe da vorne lang. Dreckig. Ich weiß gar nicht, ob es der liebe Totos oder der liebe Playmaster war, haben gesagt von meinem neuen Splatoon, von meiner neuen Splatoon-Staffel, wird da auf jeden Fall ein Best-of gedreht oder geschnitten. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich jetzt schon freuen, falls ihr mal ein paar Splatoon-Folgen verpassen solltet, die besten Szenen werden euch die beiden netten Kollegen bestimmt zusammenschneiden. Da vertraue ich auf die beiden einfach mal. Also werdet ihr auch im Nachhinein nichts von diesem unglaublich witzigen Projekt verpassen. Und glaubt mir, es wird witzig. Ich habe einfach richtig Lust und habe jetzt schon so ein paar verrückte Ideen, die ich auf jeden Fall umsetzen will. Und das wird ihr einfach in Staffel 2 gepackt. Und das Ganze läuft dann unter, keine Ahnung, die Splatoon Chaos Staffel oder so. Nennt's, wie ihr es wollt. Es wird cool. Es wird cool. Es wird einfach mal wieder so ein Projekt, wo ich einfach alles raushauen will, was ich an verrückten YouTube-Ideen habe. Und ich glaube, das werdet ihr auch merken und mitbekommen. Oh, verdammt, da kam ja unser lieber Summer von oben und dachte sich so, alles klar, ich habe den jetzt gesehen und den kill ich jetzt. Und er hat das natürlich auch eiskalt durchgezogen. Nein, aber ich glaube, mit diesem witzigen Intro, mit dem Glücksrad, einer Facecam, täglich eine Folge, das sind, glaube ich, ein paar Sachen, die meinem Kanal hier wieder ganz gut tun. Ein bisschen ist ja so, seit ich arbeiten gegangen bin, ist ja so ein bisschen die Innovation verloren gegangen, aus Zeitgründen. Aber wenn ich jetzt einfach ordentlich vorproduziere und gleich mal 10 Parts auf die Festplatte draufhau, bevor das Projekt überhaupt gestartet ist, dann stehen eigentlich 2 Videos am Tag nichts im Weg, würde ich sagen. Und diese Runde haben wir jetzt grandios gewonnen. Mit 1178 Punkten war ich wieder Erster, 6:3. Ist okay. Und dann würde ich sagen, spielen wir jetzt noch eine Runde hier im normalen Modus und stürzen uns direkt in den Rangkampf. Aber erst schauen wir mal, was wir nochmal im normalen Einfärben-Modus reißen können. Da sind wir wieder. Nochmal dieselbe Karte. Alles klar. Jetzt wird nochmal rasiert. Aber ich glaube, wir starten auf der anderen Seite. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite gestartet. Aber das sollten sie eigentlich nicht jucken, weil wir rasieren sowieso. Egal, ob wir rechts oder links oder vorne oder hinten starten. Wir rasieren die einfach weg. Und das ist unser Motto. Und das ziehe ich einfach auch eiskalt durch. Da mache ich keine Faxen, Freunde. Oh Mann, ihr merkt schon, ich bin voll aufgedreht und das kommt einfach daher, weil ich so megamäßig Lust habe. Okay, ich habe schon mal die Tensuka aufgeladen. Was sieht man an? Zack! Haben wir ihn direkt mal weggehauen. Dachte er sich, er könnte hier einfach so in unser Gebiet vorstoßen. Nee, Freundchen, nee. Ich mache das gleich jetzt bei euch. Bloß ich komme hier mit meiner Waffe deutlich schneller die Wände hoch, als du mit deinem Klecksroller, ne? Jetzt kommt auch gleich ein Kollege zu mir. Oh, der hat mich gesehen. Der wird da wahrscheinlich gleich um die Ecke kommen, oder? Wird er nicht? Doch, er dachte, ich bin's! Da habe ich den anderen als Lockvogel vorgeschickt und habe ihn dann legendär weggehauen. Ja, mal die lange Splatoon... Oh, shit. Auch alles klar. Die lange Splatoon-Pause hat gar nicht so große Skill-Fails hinterlassen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich extrem Glück hatte mit meiner Waffenwahl. Ich habe, um das Glücksrad zu testen, habe ich so ein paar Testläufe gemacht. Und ich glaube, da kam 3 von 5 Mal eine Sniper. Da dachte ich mir so, boah, fuck, nee, komm für den ersten Part bitte keine Sniper. Und dann kam direkt die Airbrush MG, das hat mich mega gefreut. Deshalb auch der miese Freudentanz am Anfang vom Part. Und ich glaube, da war einer und den habe ich... Komm, gib mir die Tensuka. Nein! Oh, shit. Oh, shit. Ha. Oh, shit. Oh, Mann. Na. Niemals. Niemals. Der hat mich nicht gekriegt. Der hat mich nicht... Lichti. Ey. Ohne Worte. Ohne Worte. Der war Ewigkeiten weit von mir weg. Ewigkeiten. Ich sehe schon, das Spiel verarscht mich schon wieder. Nein. Ich will doch nicht jemand sein, der über die... Ach du Scheiße. Okay, der verpisst sich jetzt und wartet jetzt wahrscheinlich da unten, oder? Denkt, er wäre so ein ganz Schlauer. Seht ihr ihn irgendwo? Da läuft er. Dann holt's mir einfach mal ein bisschen runter. Der war ein bisschen blöd. Oh Mann, da unten ist doch irgendwo der Klecksroller-Typ, oder? Oder ist der nicht? Wahrscheinlich natzt der mich jetzt nicht richtig nice und holt mich weg, aber ich habe ihn bisher noch nicht gesehen.
So, jetzt werde ich direkt nochmal ins gegnerische Gebiet vorstoßen, weil die Runde dauert nur noch 25 Sekunden. Da, dann schaffen wir das. Oh nein, da oben war einer. Da oben war einer, den habe ich gesehen. Aber ich habe meine Tensuka. Das ist nicht schlecht. Okay, wie kriege ich den jetzt am besten weg? Ich sehe ihn. Ist der gerade gestorben? Einfach reinholzen, ne? Kill gemacht. Und den auch noch gekillt. Jawohl, ich würde sagen, das war eine gute Runde von mir, oder? Also ich kann mich nicht beschweren. Ja gut, habe ich gesagt. Und es ist ein Sieg, oder? Das ist ein Sieg, das ist ein eindeutiger Sieg. Aber es ist gar keine Frage, Freunde. Sehr cool. Wir haben wie viele Punkte? 1130, nicht Erster, aber 15 ist in Ordnung. Dann schauen wir uns mal an, wie wir uns in der Waffe im Rangkampf anstellen. Könnte interessant werden, aber ich glaube an mich. Und auch an euch, dass ihr an mich glaubt. Wir schaffen das. Alles klar, wir spielen Turmkommando. Und da ist jetzt meine Waffe, glaube ich, nicht die beste. Weil ich halt keine sonderlich große Reichweite habe. Und, naja, im Turmkommando holzt man dann doch meistens aus der Entfernung drauf. Das heißt, ich werde mich mal weniger auf den Turm konzentrieren, sondern versuchen, in die gegnerischen Reihen hinten zu kommen und die Gegner dort von hinten wegzuholzen. Das wird jetzt einfach mal meine Taktik für den Anfang sein, weil ich glaube, egal ob ich auf dem Turm stehe oder irgendwie aus der Entfernung draufholze, so wirklich viel wird das nicht bringen. Das heißt, ich werde mich jetzt einfach mal darauf konzentrieren, in die gegnerischen Reihen zu gehen und dort einfach für möglichst viel Radau zu sorgen. Und das klappt, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, den hauen wir weg und den hauen wir weg. Wir haben direkt mal zwei Kills gemacht. Der Turm fährt leider in die falsche Richtung. Jetzt habe ich meine Tensuka, die kann ich auch gleich noch verwenden. Den haben wir weggehauen. Bleib drauf. Ich halte dich für dich fern. Ich halte dich für dich fern. Okay, wir haben zwei Kills gemacht. Der Turm fährt nicht mehr. Oh, da hat mich einer mit der Airbrush LG weggehauen. Und mich schützen. Der Alex. Ist das der Alex aus meiner Community? Ich weiß es nicht, es kann sein. Ich werde demnächst auch nochmal irgendwann ein paar Community-Runden machen. Da werde ich irgendwann mal ein Video, ein Ankündigungsvideo machen. Sagen, um die Uhrzeit werde ich zocken. Und dann könnt ihr mir da alle nachjoinen. Da machen wir so ein paar Community-Parts. Oh, da hat einer eine, oh, da hat einer eine Blaster am Start. Jetzt muss ich aufpassen. Zack, ja, ja. Hat er gedacht, er könnte mich einfach mal so natzen. So, den habe ich jetzt nur mal kurz zurück in die Mitte gestellt. Oh, der ist hinter mir. Okay, nice weggeholzt, nice weggeholzt. So, ich gehe hier wieder über außen. Mal schauen, was hier so geht. Wo sind die Gegner? Ich versuche sie gar nicht zum Turm kommen zu lassen. Aber die sind gerade alle in der Mitte, kann das sein? Hinter mir! Warum habe ich den nicht gesehen? Warum habe ich den nicht gesehen? Oh man. Das darf doch nicht wahr sein. Ich muss meine Tensuka wieder aufladen. Die Tensuka ist die größte Waffe, die ich habe. Ohne die ist schwer für mich. Aufladen, aufladen, aufladen. Komm. Einfach mal da hier mitten ins. Okay. Alles klar. Ja, ja. Die Japaner. Die Japaner. Ist in Ordnung. Wenn die mich töten, fühle ich mich auch gar nicht schlecht. Weil Japaner sind keine Menschen. Das sind, keine Ahnung, Zockermonster oder so. Aber da habe ich kein Schuldgefühl, wenn ich sterbe. Aber wir haben auch einen Japaner im Team. Warum kann unserer sowas nicht? So, ich holze jetzt einfach mal voll in die Mitte. Holze einfach mal dauernd rein. Alter, was da abgeht. Aber ich habe die Tensuka. Jetzt wird's interessant. Kann ich die Tensuka gut einsetzen zu unserem Zweck? Ich werde mir mal hier eine erhöhte Position sichern. Und dann einfach mal draufhalten. Alles klar, das war mal richtig erfolgreich. Da kann ich eigentlich schon mal ein bisschen Applaus bekommen von euch. Ich meine, ich habe insgesamt eine ganze Person weggehauen. Ich habe zu viel unsympathisch TV davor geguckt. Der hat genau diese Art. Aber es ist okay. Es ist okay. Der Mensch ist Mensch. Weil er erinnert und... Oh, ich lebe noch. Oh, ich bin so aufgedreht. Das ist unnormal. Okay, passt auf. Die kommen da gleich. Und dann rotze ich sie weg. Da ist er! Oh, scheiße. Da oben war noch einer. Oh, dem habe ich schon mal gegeben. Weißt du, ich gebe ihn einfach. Oh, scheiße, scheiße. Rotze ihn weg! Oh, da hat es mich erwischt. Mit der N789. Oh je.
Ach du Scheiße, die Runde dauert mal richtig lang. Weil einfach, es kann kein K.O.-Sieg, es entsteht einfach kein K.O.-Sieg. Es ist leider zu ausgeglichen. So, da landet gleich einer. Oh, der hat einen Blaster, der hat eine größere Reichweite als ich. Ich muss wieder meine Taktik machen, dass ich hinter die gegnerischen reingehe. Das ist... Ich muss irgendwie die wenigen Vorteile für den Rangkampf meiner Waffe ausnutzen. So, hier ist nichts eingefärbt in unserer Farbe. Da kann ich schön meine Tenzuka aufladen. Sehr gut. Und dann noch hier ein bisschen sprayen und darüber ein bisschen sprayen. Dann ist die aufgeladen. Dann werde ich jetzt in die gegnerischen Reihen gehen. Und einfach versuchen, da so viel Unruhe wie... Warum stehen zwei in ihrer eigenen Base, wenn der Turm da drüben ist? Enttäuschend. Einfach nur enttäuschend, Freunde. Okay. Meine Tenzuka ist wieder weg. Das ist scheiße. Nein! Sie kommen! 41! 41! 40! Noch 6 Sekunden! Wir haben den Turm zurückgesichert! Never! Niemals! Nicht mit mir! Ich gehe auf den Turm! Alles klar. Alles klar, das war einfach too easy. Also ich habe da gar keine Gefahr gesehen. Oh, ich war auch Erster mit 8 zu 8. Ich meine, man weiß einfach, wer hier der Boss im Haus ist. Mal gucken, ob ich das auch in der nächsten Runde beweisen kann. Und wir bekommen nochmal das Turmkommando auf der anderen Map. Das finde ich super. Wir sind... Oh, wir sind... Oh, wir sind lila. So, mal schauen, was wir hier mit unserer Waffe reißen können. Die neue Dekaban-Station ist mir ja sowieso ein bisschen suspekt. Ich habe den Umbau ja nur noch so halb mitbekommen. Also, ich kenne ja so die ganzen Schleichwege nicht mehr und so. Aber ich nehme an, hier oben war einer. Wenn ich hier oben einfach mal alles ein bisschen lila mache, dann sollte ich hoffentlich genug Tinte für die Tenzuka bekommen. Zumindest so meine Rechnung. Die Rechnung geht auch auf. So, jetzt muss ich nur schauen, wie ich hier besser vorankomme. So, den rotze ich einfach mal direkt von der Seite weg. Das ist gar kein Problem. Oh je! Da hat einfach einer mal seinen Splatling aufgeladen. Der gute Jonas. Der kleine Strolch. So, dann jumpen wir doch mal direkt nach vorne. Sterben wahrscheinlich gleich, weil jemand meinen Spawn abcampt. Oh nein, tun sie gar nicht. Wow, ich lebe noch. Ein Wunder ist geschehen. Ich hab die Tenzuka. Ich hab die Tenzuka. Ich gehe auf den Turm! Ich gehe auf den Turm! Freunde, ich sichere uns den Sieg! Oh. Wohl eher nicht. Aber ich finde, 43 ist auf der Dekaban-Station schon mal keine schlechte Marke. So, jetzt werden hier zwei Leute abgecampt. Nein, werden sie gar nicht! Weil ich hinter in die gegnerischen Reihen gehe und jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Typ ist. Da! Jawohl! Okay. Jetzt wird es interessant. Oh, du haust auch ab. Da, das meinte ich mit von hinten aufräumen. Und schnell weg mit dem Turm. Hallo, da stehen zwei von uns drauf. Warum fährt denn der nicht zurück? Was ist das denn? Der Gegner führt, was? Warum ist es jetzt bei 42? Was ist hier geschehen? Ich habe einen Kill gemacht. Wollte ich nur mal so eben erwähnt haben. Aber was ist hier los? Auf einmal, ja, 42, der Gegner führt. Alles klar. Das ist die neue Technik. Alter, laggt es? Ich bezweifle es ja mal ganz stark. Die 42 war nicht ehrlich erspielt. Das ist einfach Schiebung im Spiel. Jetzt bin ich sauer. Und wenn ich sauer bin, sollte man sich nicht mit mir anlegen. Da haue ich einfach mal direkt einen Double Kill raus. Das ist gar kein Problem. Jetzt bleib da, du blöder Turm. Ich stehe auf dir drauf. Ich bin dein Herrscher. Tu, was ich dir befehle. So, Alex hauen wir auch weg. Und da oben haben wir noch einen. So, den hauen wir auch noch weg. Und dann holzen wir nochmal da hoch und holzen den auch weg. Und ich stehe auf dir drauf und den holzen wir weg. Und den holzen wir auch noch weg. Wie viel Kills ich gemacht habe.
Ja, leck. Hab ich's. Ja, ja, don't fuck with me, bitches. Okay. Okay, wir liegen halt immer noch mit einem Punkt hinten. Das ist das weniger Geile. Aber habe ich da gerade durchrasiert. Ja, leck. Die Waffe ist doch nicht so schlecht für den... Ich habe die nicht gesehen. Die Haftbombe. Kraftbombe. Verdammt. Die machen noch mehr Punkte. Diese Strolche. Nicht mit mir. Weg mit dir, Alex. Never. No. So, weg mit dir. Und jetzt schnell zurück. Oh, zum Glück gibt's mich. Ich habe mal einfach wieder alles gesaved. Und so, Freund. Oh, da unten. Oh, shit. Die sind da unten. Die sind da unten. Ich sehe sie. Hä? Ich dachte, der wurde gekillt. Hm. Jetzt werfen wir es aber weg. Obwohl ich so gut war. Komm, Team. Ich mach's jetzt. Na, vergesst es. Vergesst es. Bam, weg mit ihm. Bam, weg mit ihm. Oh, ich leg eine Mine auf den Turm, weil ich so witzig bin. Ja. Ich brauche noch mal ein bisschen Energie für meine Tenzuka hier. Hol's einfach mal ein bisschen hinterm Start rum. Alles klar. Da bin ich wieder am Start, Freunde. Wo ist der Turm? Da. Leute, ihr müsst nicht nur aus der Entfernung draufholzen. Ihr müsst euch einfach mal trauen. Da. What the fuck is going on? Ich was zur Hölle? Also ich kam gerade auf die Kamera gar nicht klar. Scheiße. Nein, kein K.O.-Sieg. Kein K.O.-Sieg. Der war doch in seiner Tinte. Wie kann der mich denn mit der komischen Tenzuka treffen? Oh, und der Turm fährt wieder zurück. Immerhin kein K.O.-Sieg. Immerhin kein K.O.-Sieg. Das ist die Hauptsache. Und wir können den Turm jetzt zum Glück noch ein bisschen zurückfahren. Ist okay. So. Wir können noch ein bisschen, weg mit der Bombe, bitte. Aber ich habe noch 2 Kills gemacht. Ist okay. Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden. Man kann nicht immer gewinnen, ne? Man muss auch mit Niederlagen umgehen können. Auch wenn ich lieber gewonnen hätte. Okay. Mal gucken, wie war denn meine Statistik? Alles klar, 17 zu 9. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge von Let's Play Splatoon Staffel 2. Habt noch einen schönen Tag und haut rein, euer Hübi. Schnell, Spiel, geh weg. Das ist jetzt die Outro-Animation.